Jedenfalls, willkommen wieder zurück. Extreme AGL, war schön. Versuch Nummer. Ah, Sensor bin ich mitnehmen können, sonst nicht, ja. Wegen der Sache mit Golden Freezer. Egal, wir versuchen wieder mal so. Das ist schon nicht gut, wenn wir nicht gegen Hybrid oder Pure Saints in der ersten Stage kämpfen wegen Baby, weil er seine Passive dann nicht hat, aber egal, versuch's einfach mal. Wie man das einstellt in den Einstellungen. Spielst du Global oder JP? Wenn du Global spielst, sollst du es eigentlich einfach finden. Da steht irgendwas mit Enhanced Color oder irgendwie sowas. Meinst du, Global kommt mal eine deutsche Sprache raus? Nee. Du musst einfach sagen, macht gar nichts, sondern macht alles. Mit dem neuen Tech alles habe ich Super Tech easy geschafft. Super Tech mit Tech Randis. Du meinst Extreme Tech, oder? Ja, Randis ist brutal für das Super Battle Road. Wenn Super 17 dann Isaiah bekommt und beim Extreme Super Battle Road als Isaiah dabei ist, oder wenn er noch extra angeht, Super Battle Road. Bitte was? Giga Freezer, mal schauen. Warte kurz. Das ist mal cooler. Moinsen, was geht ab? Socke. AGL Super Battle Road ist aber schon hart. Truth hat auch mit seinem full 100% Team und AGL Rindo gestruggelt. Ja, man hofft so ein bisschen auf die Giant Charaktere tatsächlich, ja. Oder auf Baby und cooler. Nimm Invincible Man mit der MVP. Legit MVP. Läuft doch gerade cooles Theme, ne? Das Ding eskaliert ja so. Hab es Extreme in Super Battle Road mit Free-to-Play Radis geschafft. Hoffe, er ist auch gut bei Extreme Super Battle Road. Boah, schwierig. Ich glaube, der bekommt gut Schaden. Metal cooler Theme ist richtig geil, auf jeden Fall. Ein richtig schönes Theme. Wow. Jetzt kommen wir runter, Bots. Oh, wow. Wie geil das wäre, wenn er mit seiner Giant Super Attack Angriff und Verteidigung senken würde. Jawohl, drei Runden. Der, ja, man. In Zukunft schalte ich immer die OSTs der Charaktere an. Krass. Nice. Sehr gut. Hast schon Toda gefarmt? Yes. Wer ist der beste Link-Partner für LA Black Int? Boah. Eigentlich, also. Eigentlich ist er auf Global der Isei physisch Goku Black, weil er noch K+3 gibt. Aber auf JP gibt er keine K+3. War schön. Außer davon, jeder andere Goku Black oder Samas. Schau nicht auf. Schafft man das Extreme Super Battle auch ohne Baby? Müsstest du es versuchen, mein Freund, und uns dann sagen, wie es funktioniert hat, ob es funktioniert hat. Okay. Du siehst mal hoffentlich ein paar Charaktere hier wieder, ne? Nächste Runde hätte ich Baby, deswegen mache ich mal das in der Hoffnung, dass ich. Aber ich hätte auch Golden Freezer, wenn er sich nicht transformiert, dann war es schön. Ich weiß nicht mal, ob ich unter 40 drop oder nicht, egal. Danke fürs Linken, bringt nichts. Weil cooler, wenn er Angriff und Verteidigung senkt, ist auch wichtig, so ist nicht. Oh, ich habe gerade Drops, glaube ich, gehabt. Kann sein, dass es kurz geleckt hat. Ella Majin mitnehmen und 80 Keyword versuchen. Der bekommt viel zu viel Schaden, bevor er überhaupt seine Super Attack macht. Okay, Yamcha ist gezielt, sehr gut. Okay, perfekt, nice. Ich bin auch über 50%. Gar nicht mal so schlecht. Upsa. Dann machen wir das. Den Stech in die Mitte. Warte, Yamcha ist gezielt. Yamcha ist gesealed, der greift da zweimal an, ich senke noch seinen Angriff, ich weiß, dass ich keine Super Deck bekomme. Und der soll das mal so machen. Was gab Next Level nicht bei dem Boy? Wie viel Extreme Super Battle Rodo? Dritter Versuch jetzt, oder? Dritter oder vierter? Ja, das eine Mal haben wir echt knapp verloren, ey. Aber schauen wir mal, vielleicht klappt es diesmal. Hab Pu endlich auf Senkai 1 gebracht, hat so lange gedauert, aber lohnt sich. Ja, lohnt sich schon, aber es dauert halt übertrieben lang. Aber GG dazu.
Elepan macht einen Crit mit 1 Million und hielt mich komplett, was ein MVP-Moment von der guten, weil Legend gucken wir an. Elepan, Elemipan ist gut, ist wirklich gut. Was würdest du davon halten, dass Ele Majin an Ise bekommt? Wäre geil. Also jetzt haben wir nach und nach die Free-to-Play-Ele an Ise bekommen und ich will, dass jetzt die Summonable auch eins bekommen. Guck mal, bei Ele Gohan, warte, bei Ele Gohan würde schon reichen, wenn der Boy pro Orb, den er einsammelt, auch defensiv bekommen würde. Zum Beispiel bekommt er gerade pro Orb 18% auf den Angriff, wenn es pro Orb 18% oder Keys eben 18% Attack und Defense sein, das würde total reichen. Oder halt im Prinzip 20 dann, das wäre noch geiler. Ich bin echt drauf gespannt, was sie mit diesen Ise-LRs noch machen werden in Zukunft, vor allem mit den Summoner von den ersten. Namen, hallo, was geht ab? Gibt es keine besseren Agile-Units? Extreme Agile? Für Super Battle Road meinst du quasi? Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Gar nicht alle im Kopf. Tals scheint E bzw. Dokkenfest Tals zum Extreme Super Agile, Extreme Super Battle mitnehmen, würde sich das lohnen. Da würdest du halt sehr stark auf Distanz hoffen. Man könnte es machen, aber. Ja. Alessandro Broly braucht eine Ise auch, ja. Alter Schwede, hat gestern mein Bardock so eine geile Wassers gezogen. Marboy Energy. Lieben Dank für den 15. Resub. Wird bei mir auf dem Chat angezeigt. Ich glaube, du musst es selbstständig teilen, dass es auch hier als Alert kommt. Aber vielen Dank dafür, ich hab's gesehen. Man muss auch die Agile-Charakter haben. Nur weil dein Charakter besser ist, heißt es ja nicht, dass du ihn hast. Ja, stimmt auch. Stimmt auch. Stimmt auch, ja. Stimmt auch. Was haben wir hier? Ich habe nächste Runde Golden Freezer, Ghost Usher würdig, aber sowas von. Dann hoffe ich halt, dass ihr die Stunt, wenn es geht, diese Rotation behalte ich, die gefällt mir. Ah, mehr Shocking Speed, das, die lenkt sich gut. Mach mal den hier und du bekommst, habe ich Baby nächste Runde? Yes, du bekommst, nee, ich Baby bekommt die ganzen Agile Orbs. Yes. Stun-Fragezeichen? Ja. Tals kann stunnen, beide. Der Giant Tals und der Dukanfest Tals. Durch die Super Attack. Es ist halt so, dass man bei einigen Ise nur kleine Änderungen machen muss, damit die Karten wieder OP sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wäre dann gespannt, wie Tech Alabek bekommen würde. Ja. Hatte zweimal hintereinander, wie die Tubu animation hat, beim ersten Sam Bardock und LRG bekommen, bei zweiten Pull Raditz und LRG. Alter, perfekt. Alter, schön rausgegangen. Easy peasy, brauchst nicht mehr so Sam. Es sei denn, du wirst greedy, mein Freund. So, Baby bekommt hier das, sehr geil. Wir nehmen die Heals an und du gehst drauf. Ich hätte vielleicht mit Baby auf Piccolo gehen sollen, Attack und Death sein können, weil Gotenks gezielt ist. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ah, wir haben echt Pech mit den Gegnern. Wir haben Pech mit den Gegnern. Oder war die zweite Phase immer gegen Piccolo und Gotenks? Weil ich. Ah ne, obwohl. Gotenks gehört ja zu den Hybrid Saints. Ja, okay, passt. Immer ein Hybrid Saint Passive haben wir von Baby. Okay, Metal Cooler. Jawohl, Marboy. Schau auf, darauf muss man hoffen. Kommt noch ein Sam wieder mit Asien und Cold zu Bardock? Nee, Marboy muss zu Hause bleiben. Geht nichts mehr. Sams mit den Jungs geht nicht. Jetzt muss ich eigentlich sein OST wieder anmachen, dass er eskaliert, richtig? Warte. Ah, genau, cooler, komm ran. Hatte gestern im Sing-Sam Whis und Virus, die reingeflogen kam mit Whis Rewind Bardock gezogen. Gratuliere, sehr geil. Sie müssen in Elegon einfach nur 100% Defense 100 oder 120 geben, das reicht. Oder sowas. Oder da mit den Keys arbeiten. Pro Key, was halt da einsammeln muss. Genau. Hoffentlich bleibt er die dritte Runde. Greedy. Greedy. Ich bin Strength Top aus Strength Pycon, Strength Play rausgegangen. Mach das mal nach. Oh, wow, wow. Beim Ingoal-Banner hatte ich im Singsam Zen-Animation und beim Strength Cooler-Banner hatte ich im Singsam die blaue Map da im Hintergrund. Guck, Black Rift, sehr geil. Hab dann Ingoal und Strength Cooler bekommen. Ernst, insane. Skype Summons. Jawohl, der Boy bleibt. War halt auch noch mein erster Rewind. Sehr geil, Whis Rewind. Nehmen wir an.
Also jetzt haben wir noch ein paar Superdecks. Wie wird man dann die anderen zwei Dupes kriegen für LRT Mano? Je nachdem, werden wahrscheinlich hinzugefügt, früher oder später. Die von Ginyu hat man über Battlefield bekommen. Battlefield Shop. Oh, ist schon 7:30? Dein Ernst? Krass. Kann die Senkai so relativ schnell klären, indem man immer vom Ultra-Dimensions-Rush Stage 1 mit Unit reingeht, mit Unit Senkai awaken will und wenn man in der Stage sofort aufgeben und dann Rush resetten. Ja, man, das ist auch so eine Sache, das musst du halt manuell machen, das ist übel nervig. Es gab mal Boy, nicht wie bei dir. Hast du schon eine LRT Mario Kopie? Eigentlich schon, aber ich habe Toda noch nicht auf 100% gebracht wegen dem Guide-Video. Okay, überlebt habt nur noch der Lappen. Ich kämpfe gegen einen. Ich hoffe jetzt, dass er Instanz. Ich hoffe darauf, dass Freezy Instanz. Aber so wie ich Freezer kenne, hat er keine Lust drauf. Ich lasse trotzdem mal Broly tanken. Mach mal den hier. Und dann den hier. Komm schon. Gerade von lernen gekommen, was gab mein Boy? Kennst du jemanden mit Grafikkarten aus? Fragt unser Boy Future 9. Ich nicht, aber wenn es jemand auskennt, gerne helfen. Komm schon, Freezer! Jetzt hör mal auf. Dankeschön fürs Sealen oder Stunnen. Vielen Dank. Richtig cool von dir. Ich habe sowohl auf JP und Global die Dokkan-Festschaft gepult, die du in deinem Video nieder gemacht hast. Also Future Ground und Isaac Goku. Sowas hängt rein. Schade. Na, sehr gut, sehr wichtig, Edition Super Deck. Sehr, sehr wichtig, weil er den Angriff senkt. Wirst du das Geld wieder morgen? Oder heute? Na, heute nicht, morgen. Morgen oder übermorgen. Mit den Voice Jobs. Für der Bardock müssen halt ein Upgrade rausbringen. Hab 3 Dupes für ihn und kommt nicht mal gut auf 3 Minuten beim Radar. Ja, der ist mehr Utility-Charakter. Super Battle macht das gar nicht mal so schlecht. Aber bei ihm, ich bleib dabei, die hätten die Buffs verteilen sollen. Er hätte auf seine 12 Key zielen sollen und auf der 18 Great seinen Angriff erhöhen sollen. Ich weiß nicht, wieso die das so gemacht haben. Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt ja einen Lens diesen Button, um ein Autoteam zu bauen mit deinen besten Charakteren. Wäre es, wenn Doka sowas auch besitzen würde. Ja, aber findest du, das funktioniert gut in Legends? Ich hab's ein, zwei Mal probiert, es geht. Okay, den Doka-Mod muss ich hier raushauen. Und zwar. Okay, damit kann ich schon was anfangen, so ist nicht. Aber. Oh, das warte, ich mach einen Ghost Usher. Okay. 1, 2. Ich muss aber AGL Orbs einsammeln, dass ich den Dokkan Meter erhöhe. Du kannst mal auf den. Du auch auf den. Und dann brauch ich AGL Orbs. Wo sind die ganzen AGL Orbs? Das gibt's doch nicht. Ganz links stelle ich Golden Freezer hin, da bekommt der gute Angriff gleich dann. Gesealt. Double Seal, dein Ernst? Wow. Das sieht man ja selten. Doch schön, Sane. Neue Benny, was gehabt? Dankeschön, Saito. Viel Spaß dir. Sehr wichtig auch, Edition Super Tech. Angriff und Verteidigung erhöht. Obwohl wir ihn rausrotiert haben, aber was soll's. Sieht diesmal besser aus, auf jeden Fall. Dann. Was ich machen will, ist eben das hier machen. Und dann eben darauf hoffen, da AGL Orb hole ich gleich runter für den Dokkan-Mod, dass Cooler das nimmt. Golden Freezer tut nicht Super Attacken. Und das sollte mir eigentlich einen Dokkan-Mod geben. Da hinten habe ich ja trotzdem Angst. Da greift zweimal Vegeta an. Ich werde dann. Verdammt. Ich habe den Fehler vorhin auch gemacht. Ich hätte mit Baby hätte ich Vegeta angreifen sollen. Damit ist dann Angriff und Verteidigung senkt. Beide trifft er. Er trifft beide, aber halt, wir gehen das Angriff und Verteidigung senken. Ich könnte resetten, aber. Gerade keinen Bock. Ich denke schon, dass wir das trotzdem packen. Du hast jetzt meinen Doka-Mod? Nehme ich an. Okay. Beide sind gesealt zum Glück. Egal, passt schon.
Kommt noch Legends? Weiß ich nicht. Ich habe die Zeit gar nicht im Blick gehabt. Schon 7:30. Ich denke eher nicht tatsächlich. Schon 2,5 Stunden sind schon live. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Gar nicht mitbekommen. Zock privat. Was privat? Irgendwas oder irgendein bestimmtes Spiel? An sich ja. Mir ist was Witziges passiert. Ich habe im Bardock-Banner einen Mutti gemacht und Beavis und Whis waren da. Hab Whis zuerst nicht gesehen, dachte Müll und hab die App geschlossen. Dann gucke ich in Summerstream und sag Bardock. Krass, dein Ernst? Allgemein ja. Chunks hat's überlebt! What? Guten Abend, was geht ab? Was würdest du Lego Conchichi sagen? Wäre schon nett, wusste nicht. Farmst du auch für Global Team Bardock? Vorerst nicht, also es hat keine Eile. Wollt's erstmal auf einem, also auf JP haben, dass er die Videos dazu raushauen kann. Aber nach und nach werde ich sie auch farmen, ja. Okay, Chunks ist demnächst off. Was heißt off, sondern down. Das heißt, ich habe nur noch Vegeta übrig in der Mitte. Und diese drum heißt... Brolys Verteidigung ist zum einen insane. Wir machen das so. Wenn du beide ziehen möchtest, mach das ruhig. Wenn du Additional Attack machen willst, nicht mal Super Attack, nur eine Additional Attack, damit du Vegeta eventuell stunst, weil wir dann nur noch gegen einen kämpfen. Ich wäre dabei. Wenn du auf gar nichts Lust hast, dann setz dich einfach hin, Freezy, okay? Und HDF. Ich muss den beleidigen, dass er was macht. Siehst du? Seht ihr? Habt ihr es gesehen, Freunde? So funktioniert das heutzutage in Dokkan tatsächlich. Naja. Seht ihr? Ich hab's euch gesagt. Krass, ich hab's euch gesagt. Das sind die Plays. Was geht bei Fighters noch bei Diosuru? Geht ein bisschen. Jetzt hab ich Combo versucht zu trainieren ein bisschen. Entweder werde ich die Tage ein Video von den Streams mal raushauen, wo wir zusammengespielt haben. Oder wo ich einfach, versuche die Kombos auch im Rank anzuwenden. Genau, und Donnerstag streamen wieder Fighters. Alles klar, habt ihr gesehen? Habt ihr es gesehen? Einfach funktioniert. Krass. Der ist natürlich dann nur für eine Runde gestanden, aber nicht schlimm. Weil wir den eh jetzt rausnehmen. Hoffentlich. Ich meine, ich hoff's. Gib mir noch. Es hätte legit gereicht, wenn Zamasu den Superdeck gibt. Auf den Superdeck kommen würde, weil ich weiß nicht, ob Baby ihn finisht. Ich denke nicht. Aber eine Superdeck bei Samas wäre wichtig gewesen. Okay, ich nehme mal zurück, kommen alle Leute. Sehr gut. Das heißt, habe ich schon Ghost Usher? Verdammt. Aber ich bin full life. Ich bin full life. Ich könnte mir zweimal diese Tank-Rotation bauen, aber... Ich habe nächste Runde einen Golden Freezer. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Whis-Item reichen würde, dass ich das hier überlebe. Aber was machen wir jetzt? Das aktivieren und das. Also beides, aber... Mach 4 Tanky Runden. Aber ich bin ja schon full life. Das ist die Sache. Falls sich Baby aber nicht transformiert, dann wäre es gut, dass ich über 50% bleibe. Nur Whis habe ich mir auch überlegt. Die Ulten safe, ja, man, das recht, gell. Ja, an Whis werde ich auf jeden Fall aktivieren. Die Frage ist, ob ich Double Whis mache oder noch ein Heal-Item mitnehmen. Da bin ich gerade unsicher. Also Whis aktivieren auf jeden Fall. Ein Whis, ein Heal. Wegen der 5% Defensive, meinst du, ne? Ich glaube, wir machen das. Wir machen das. Wir haben jetzt zwei Runden, in denen wir gut tanky sind, okay? Okay, ich bin dabei. Ich bin dabei. Let's go. Ich bekomme trotzdem gut Schaden, sonst nicht. Deswegen. Hoffentlich bleibe ich über 50, aber ich glaube nicht. Wobei, Cooler heilt mich noch am Ende der Runde. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich muss da drauf achten, ne? Wenn ich nicht unter 50 bin und Golden Freezer, der bekommt dann auf die Schnuppe. Ja, greift alle an, komm. Jeder darf einmal super attacken, warum nicht? Oh, ich bin... Oh mein, dein Ernst? Wenn ich die Runde jetzt nicht überlebe, dann kracht's aber. Ziel. Du kleiner Penner, danke. Habt's gesehen, gerade noch hat's geklappt. Gerade noch, last second. Ich hätte da einen Goku angreifen sollen. Metal Cooler kann gut Schaden bekommen, sonst nicht. Okay, jetzt habe ich Golden Freezer nicht. Jetzt hoffe ich einfach, dass,
Baby, du kleine Ratze. Es ist doch nicht dein Ernst. Ich muss unter 40% sein und dann muss ich auch noch drauf hoffen, dass du dich transformierst oder was mit einer High Chance. Was soll das? Was soll dieser Geiz? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe mein Leben nicht bei sowas. Ja, mir egal. Jetzt sieh zu. Also, Gohan ist gezielt. Golden Freezer, sieh zu, dass du da hinten ja nicht auf die Schnauze bekommst. Bekommt er aber. Ist mir egal, Mann. Selber schuld. Nee, ich hoffe halt... Ah, ich habe auch den Kuh rausrotiert, Cooler, ne? Ich habe jetzt aber... Ich will Wust nicht aktivieren, erst nächste Runde. Wenn ich es überlebe, geil. Wenn nicht, dann war's das. War schön. Wenn ich es überlebe, wie gesagt, geil. Wenn nicht, RIP. Dann kann ich zumindest nächste Runde noch Wust aktivieren. Oder ich... diese ganzen Transformationen. Wust ist schon aktiv, ja, aber ich kann es nochmal aktivieren. Dann ist Double für diese Runde. Das stackt sich nämlich. Additional Attack, sehr wichtig. Gut, Baby, okay. Wenn du was wieder gut machen willst, ich bin dabei. Sehr wichtig, weil er Angriffstank von Goku. Und, also, Goku könnte eventuell super attacken. Der andere ist gezielt. Okay, der andere ist gezielt. Perfekt, perfekt. So. Whis ist abgelaufen. Ich habe aber noch die 50% von der Runde zuvor. Das heißt, aktiviere wieder Whis. Hab für 2 Runden jetzt wieder Whis. Das merke ich mir. 2 Runden, Freunde. So. Das heißt. Samasu wird gut tanken, er hat ja schon selbstständig eine Tankin, eine Damage Reduction. Wen stelle ich? Wen behalte ich? Er kann immerhin zielen, so ist nicht, aber Broly, der ist jetzt am meisten kennen mit seiner Defensive. Die Rotation zu brechen tut halt nicht. Ich lasse es so, ich lasse es so. Und ja, let's go. Ich komme halt mit Argel Bardock fast 2,7 auf dem Radar und zwar ohne Dupes und bei LFG Bardock komme ich mit 3 Dupes auf den Wert. Ja, aber das, ja, ich verstehe dich schon, aber das kannst du im Endeffekt auch nicht vergleichen, weil LFG Bardock schon seit langem draußen ist. Ja. Also es wundert mich nicht, dass Dokkan-Fest Charaktere mehr Schaden als gewisse LR machen mit den Voice Jobs. Na, zu gleichen, komm, dann heute nicht. Sei gut, Uwis, Dankeschön. Broly drin lassen, genau das, Broly Button. Jetzt, ja, ihr müsst jetzt auch anfangen langsam Freezer zu beleidigen, dass er hier mal die Charaktere sieht und so. Ihr macht das schon richtig. Aber sachte beleidigen, ne? Nicht eskalieren. Ja, da ist auch schon. Ja, perfekt. 1 Ziel haben wir. Nehme ich an. Okay. Jetzt habe ich... Krass, wie stark Monotyps geworden sind. Ja, Mann. Jetzt habe ich noch ein... die Runde habe ich noch Whis. Danach brauche ich meine Transformation, meine Giant-Charaktere. Okay, das heißt... Gohan ist gesealed... Boah, ich bretter Gohan so zur Seite. Aber warte mal. 2, 8, 8. Gohan muss ich... War, will ich mit, ich greife mit dem Goku an, weil ich seinen Angriff senken will. Und der soll dann auf Gohan gehen. In der Hoffnung, dass er ihn entweder runterhaut, wenn nicht, hat er seinen Angriff gesenkt. Nehme ich an. Freezer beleidigen niemals, das ist mein Liebling. Achso, ich habe by the way beide Giant-Charaktere hier gehabt, ne? Ja, hat Additional Attack, sehr gut, Samas. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir gehen nur noch auf Goku. Das heißt, ich habe nächste Runde wie Golden Freezer, kann das sein? Wenn Goku in jedem Slot angreift, dann war's das. Ich bin niemals über 50%, oder? Bleib ich? Obwohl. Cooler heilt mich. Am Ende der Runde. Sehr gut. Oh, Additional Attack. Wieso geizst du? Ah, ich habe ja noch die Runde Whis aktiv, richtig? Ja, da kann es gut sein, dass noch über 50% bleibt. Sehr gut, sehr gut. Perfekt, sieht gut aus. Angriffsenke. Ja, sieht gut aus. Ja, war schön. Komm, Goku. Nimm deine Niederlage an, das reicht. Oh, perfekt. Sekaini, oh mein Gott, kommt alle. Genau dies.
hoffe, dass Freezer und Tosen angehen, wenn er nicht zahnt. Okay, ihr macht's gut. Aber Freezer ist raus. Der ist raus aus der Rotation. Ja, perfekt, das war's mit dem, oh Mann. Perfekt, Ladies and Gentlemen. Extreme AGL wäre damit geschafft. Sehr gut. What's up, Kali? Nicht wie bei dir. Habe ich das nicht gesagt? Sehr, sehr gut. Very, very good. 2 Millionen. Bands, komm mal ran. Wir schieben dich da rein und eskalieren und dann genau das. Sehr geil. Freunde, so viel zum Extreme AGL Super Battle Rodo geht zum G. Ladies and Gentlemen. We got him. Glückwunsch, also Dankeschön. Cool. Ich zeige euch noch kurz den Screenie. Und dann wäre es tatsächlich. Vielen lieben Dank. Ah, so viel zum Stream zeigen. War schön. Ja. Ja, ich kann das nochmal hier so machen. Records. Und dann machen wir noch. Laden Sie. Please, wir haben nicht alle so viel Zeit heute. Ich habe kein Android 8 Item, habt ihr gesehen? Genau, so viel zum Screenie. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Peace.